Tour Mary Mountain. Jetzt im Zeitfahren. Viele würden sich bei dem Zeitfahrpart vielleicht fragen, hä, warum steht bei Ninja Feld Tour dabei, wenn es bei den Strecken gar nicht dabei steht. Ganz einfach, ich weiß, welche Strecke wann released wurde. Ne? Wenn ich weiß, dass die Strecke zuerst in Tour released wurde, dann schreibe ich da Tour rein. Wenn ich aber weiß, dass die Mario Kart 8 Deluxe zuerst released wurde, dann schreibe ich da nichts hin. So wie bei Sky High Sunday, ne? Wobei, es wird auf Deutsch dastehen, ne? Nicht auf Englisch. Nur mal so angemerkt. Ne? Und da ich weiß, dass Mary Mountain schon seit 2020 existiert, bekommt auch das wieder bei mir ein Tour davor. Klar, die Leute werden mich mistgabeln, weil sie meinen, dass Sky Sunday auch eine Tourstrecke ist, aber ich sag's euch nochmal, ich gehe nach dem Release-Datum und nicht nach dem Erstellungsdatum. Danke! Und das werden auch viele tun. Nach dem Release-Datum gehen. Kann ich euch jetzt schon mal nur so sagen. Also, die Leute werden euch nicht glauben, wenn ihr sagen würdet, Sky Sunday wurde zuerst für Tour created. Die würden es euch nicht abkaufen. Die nach dem Release-Datum gehen. Ja, jetzt hat man das auch mal gesehen. Ich habe das Internet abgeschaltet wegen, ne, Mario Odyssey. Naja, bis zum nächsten Mal und ciao.